Okay, liebe Leute, wir schauen uns heute die erste Implementation des Feuerkontrollradars des Apache Longbows im DCS World an. Wir können jetzt zumindest schon mal den Ground Targeting Mode benutzen. Es funktioniert natürlich noch nicht alles. Es ist also ja wirklich erstmal eine erste Version des FCRs oder FCRs, die hier implementiert wurde. Und wir gehen mal ganz kurz so ein paar Tasten durch und zeigen das Ganze dann auch live in Action, wie das funktioniert. Für die Bedienung des FCRs brauchen wir hauptsächlich folgende Tasten. Und zwar FCR-Abtastgrößenschalter, links nach oben, nach unten, nach rechts. Damit ändern wir im Prinzip die Breite des Radar-Abtastrasters. Und dann brauchen wir den, theoretisch zumindest, den FCR-Modus-Schalter, wenn denn alles implementiert ist. Momentan braucht man den eigentlich noch nicht, weil automatisch nur der eine Modus aktiv ist, der funktioniert. Später wäre es dann einfach der FCR-Modus-Schalter nach oben, rechts, unten und nach links. Bei den deutschen Übersetzungen ist hier zweimal rechts drin. Das ist ein kleiner Fehler. Dann brauchen wir den Sichtgeräteauswahlschalter. Eigentlich ist das auf Englisch Side Select Switch. Ist auch wieder auf Deutsch ein bisschen blöd übersetzt, weil es ist eher das Visier, ne? Also auf Deutsch heißt es aber Sichtgeräteauswahlschalter links. Damit schalten wir das FCR aktiv als, ich sag mal Sensor of Interest, also aktiven Sensor. Dann brauchen wir den FCR-Scan-Schalter. Auch das ist hier in der deutschen Übersetzung ein bisschen fehlerhaft. Hier steht nämlich FCS, aber eigentlich müsste es der FCR-Scan-Schalter sein. Da gibt es einmal den C und einmal den S. Das sind die unterschiedlichen Burst-Längen des Radarimpulses. Ja, die beiden brauchen wir. Dann kann man noch gegebenenfalls die HOKAS-Cursor-Steuerung benutzen, ist aber eher optional, weil man kann viele Sachen auch machen ohne diese Cursor-Steuerung auf den MPDs. Aber die Cursor-Steuerung hat man gegebenenfalls ja sowieso gebunden. Ne? Das sind einmal die X- und Y-Achsen und einmal der Enter-Knopf. Ja, die zwei Sachen. Der CPG, also der Co-Pilot-Gunner, der kann zusätzlich noch zum Beispiel den rechten Handgriff am TDAC sich konfigurieren, und zwar den Manual Track Schalter. Damit kann er im Prinzip auch die Radarausrichtung links-rechts ein bisschen steuern, und zwar ein bisschen feiner, als wenn wir das über das Display machen. Und der Co-Pilot Gunner, der hat zusätzlich am rechten Handgriff auch nochmal einen Scan-Größenschalter. Ja, N, M, W und Z. Ist im Prinzip auch das gleiche wie der Scan-Größenschalter am Mission Grip oder am Collective. Damit hätten wir dann eigentlich alle wichtigen Kontrollen, die wir brauchen, um das FCR zu bedienen. Im Missionseditor müssen wir jetzt auch das FCR teilweise erst aktivieren im Helikopter, und wir müssen natürlich die richtigen Waffen auswählen. Und zwar ist standardmäßig im Missionseditor, wenn wir uns einen Apache hinstellen, hier hinten im Menü das FCR entfernt. Ja, der Haken ist standardmäßig gesetzt. Dann ist das FCR nicht über dem Rotor angebracht, und wenn wir den Haken rausnehmen, dann ist es da. Ja. Und als Waffen fürs FCR brauchen wir die AGM 114L Hellfire. Ja, das sind die radargelenkten Hellfires. Und ich habe zusätzlich heute noch ein paar 114K Hellfires mit dabei, einfach um zu demonstrieren, dass der Hubschrauber, also das ganze Waffensystem, automatisch erkennt, was wir gerade machen wollen, und die richtige Waffe wählt. Ja, dass wir nicht zwischen den Missiles manuell schalten müssen. Und ich habe fürs Video jetzt ein paar Einheiten aufgebaut. Wir sind hier auf der Normandie-Karte 2.0. Und es geht heute nicht um Taktik, es geht auch nicht um Strategie. Es geht einfach darum, zu zeigen, wie das Fire Control Radar benutzt wird. Daher habe ich alle Einheiten auch auf Hold Fire eingestellt, sodass wir hier nicht unter Beschuss geraten und ich in Ruhe alles erklären und zeigen kann. Bevor wir dann jetzt wirklich zur Bedienung des Feuerkontrollradars kommen, möchte ich erwähnen, dass es im Handbuch noch kein Kapitel dazu gibt. Und ich habe meine Informationen ausschließlich aus den Videos von Matt Wagner zum Thema Feuerkontrollradar, die er in den letzten Wochen so dazu gemacht hat. Dann fangen wir am besten mit den FCR-Seiten im MPD an. Und ich zeige das Ganze heute ausschließlich aus der Pilotenperspektive. Ich habe meine Co-Pilotensteuerung auch noch gar nicht richtig eingestellt, weil ich das eigentlich nie benutze. Und das Schöne am FCR und den entsprechenden Hellfires ist, dass wir die komplett ohne Co-Pilot eigentlich bedienen können. Ja, wir können also ohne George überhaupt zu benutzen selbst Ziele aussuchen und bekämpfen.
Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Leute, die sehr gerne einfach nur den Piloten hinten spielen und mit der George-KI gar nicht so sehr klarkommen. Die FCA-Page im MPD kann aufgerufen werden über den FCA-Switch oder den Button. Ja? Oder sie wird automatisch aufgerufen, wenn wir das FCA als aktives Site wählen, also über den Site-Select-Switch. Hierbei muss man dann jetzt beachten, dass wenn wir die FCA-Seite einfach nur über den Button aufrufen, das FCA nicht automatisch aktiv ist. Also es ist nicht bedienbar durch uns, wenn wir das einfach nur hier aufrufen. Wir müssen das FCA über den Site-Select-Switch aktivieren, als aktives Site. Erst dann wird das Radar wirklich aktivierbar und benutzbar. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, über den Site-Select-Switch. Ja, ich habe den jetzt mal gedrückt und dann schaltet das hier unten bzw. im iHeads auch um. Dann steht hier FCR. Und ihr seht schon, dann ändern sich die Symbole. Ja, dann haben wir einfach ein paar Sachen, wo wir hier noch zusätzlich was bedienen können. Ja, wenn ich jetzt zurückschalte wieder auf mein Helmet-Mounted Display, ist das FCA zwar hier als Seite noch ausgewählt, aber nicht bedienbar. Ja, das muss man unterscheiden. Wenn es aktiv ist, ja, wenn ich also das FCA als Site ausgewählt habe und ich hier im iHeads oder hier auf der Seite PFCA sehe, dann kann ich natürlich auch immer wieder so ein bisschen hin und her schalten und über die Seite wieder zurückkommen. Es bleibt ja das aktive Site, ne, und dann kann ich es auch weiter bedienen. Ja, das muss man einfach wissen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal jetzt mit der Utility Page an, also mit so ein paar Einstellungen, die wir vornehmen können für das FCA und die wir auch brauchen, wenn wir das FCA mit Strom versorgen wollen. Wenn wir nämlich Cold and Dark starten, ist das FCA theoretisch aus. Und hier wäre der Schalter, um das FCA mit Strom zu versorgen. Und hier wäre der Schalter, um das FCR überhaupt erstmal zu anlocken, heißt das. Also es ist noch manchmal im Pint-Modus. Ja, wenn wir Cold and Dark starten, ist es im Pint-Modus. Damit ist es nicht benutzbar und der Button hier auf der Seite ist so ein bisschen gesperrt. Ja, da ist ein kleiner Balken vor. Und wenn wir halt das Flugzeug mit Strom versorgt haben und wir beim Hochfahren sind, können wir dann irgendwann auch das FCR aktivieren, indem wir hier diesen Schalter auf Normal setzen. Dann wird eigentlich erstmal ein Bit-Modus oder der Bit ausgeführt, ja, der Built-in-Test. Den können wir zur Not auch abbrechen mit FCA-Bit-Override. Ansonsten dauert es, also laut Videos, die ich geguckt habe, dauert das eine Minute oder so. Ja, aber hiermit können wir das überschreiben und dann ist das FCA jetzt einsatzbereit. Ja, MMA heißt Mast Mounted Assembly. Das ist der englische Begriff, ne? Also Mast angebrachtes Gerät oder irgendwie so würde man das vielleicht übersetzen, ja, das FCA. Wenn das FCA aktiv ist, haben wir weitere Optionen hier im Utility-Menü. Wir können zum Beispiel ein Scheme wählen. Das setzt die Prioritäten beim automatischen Zielen auswählen. Ja, es gibt die Schema A, B, C. Schema A macht keinen großen Unterschied zwischen stationären und sich bewegenden Targets. Der geht ausschließlich nach Threat, ja, also nach Bedrohungsstufe. Und wenn wir B auswählen, dann priorisiert er stationäre Targets und wenn wir C auswählen, dann priorisiert er Moving Targets gegenüber stationären Targets, ja, also sich bewegende Targets. Ich lasse das Ganze mal auf A. Damit geht es jetzt ausschließlich erstmal nach Bedrohung. Und das war es eigentlich für die Utility Page. Wir können zum Beispiel in der Utility Page aber auch, wenn wir irgendwann mal hier zum Beispiel die Elevation auf manuell umgestellt haben, die Elevation wieder auf automatisch umstellen. Das ist auch noch so ein Button. Ja. Und das ist so die Utility Page. Dann kommen wir jetzt zur Bedienung des FCR an sich. Ich drehe mal ganz kurz hier das ein bisschen runter. Das FCA sollte normalerweise im Fixed-Modus benutzt werden. Fixed-Modus bedeutet, dass als Acquisition Source das immer nach vorne ausgerichtet ist, ja, dass es sich nicht nach einem TETS oder irgendeinem anderen Helmet-Mounted Display richtet. Das heißt, wir stellen das hier in der Regel auf Fixed.
So habe ich das in den Videos gesehen. Ne? Das ist so der Standardmodus dafür. Wir sehen im TSD hier theoretisch auch den Bereich, der gescannt wird. Und der Bereich bewegt sich immer mit uns mit, außer wir befinden uns im Continuous Scan Mode. Wenn wir den Continuous Scan Mode nutzen, dann bleibt dieser Kegel ausgerichtet auf einem Bereich. Und wenn wir uns drehen, dreht sich das nicht mit. Ah, dann bleibt das in dem Bereich. Das muss man auch beachten. Die Breite können wir einmal einstellen über den FCR Size oder Scan Size Switch. Ja, das sind dann die verschiedenen Breiten des Scan-Kegels. Das hat nachher wahrscheinlich auch wieder einfach was mit der Datenmenge zu tun. Ja, also im schmalen Modus kann er in dem Bereich einfach wesentlich mehr Daten verarbeiten und besser Targets tracken gegebenenfalls. Man muss es nicht unbedingt machen. Also ich habe jetzt hier beim Spielen gemerkt, dass wir eigentlich alles auch super easy momentan noch im Breitenmodus machen kann. Ne? Also den Scan-Size-Switch braucht man eigentlich nicht unbedingt momentan. Dann können wir über das Display diesen Bereich auch schwenken, und zwar nach links. Ja, dann wird er quasi auf 90 Grad nach links ausgerichtet. Mit der Taste kommen wir zurück, dann ist es wieder direkt da vorne ausgerichtet und wir können es nach 90 Grad nach rechts schwenken. Der Co-Pilot Gunner vorne, der hat über den Right-Hand-Grip, also über den rechten Handgriff, die Möglichkeit, das ein bisschen feiner einzustellen. Ja, der kann auch so Zwischenschritte nehmen. Über das Display mit den Pfeilen geht es halt nur in diesen 90-Grad-Schritten. Wir können jetzt auch die Elevation einstellen, also die horizontale Ausrichtung, ja, ob es hoch oder runter geht. Und das geht über Elevation. Normalerweise ist es jetzt im Automodus. Oder wir drücken hier rauf, sind im manuellen Modus, haben hier zwei Pfeile und können jetzt das Radar ein bisschen hoch und runter tilten. Wir sehen hier unten ja, so ein kleines Dreieck. Und damit stellen wir das Radar dann auf die entsprechende Höhe ein. Ne? Also wir schwenken es quasi von oben nach unten mit diesen Buttons. Und wie vorhin gezeigt, wenn wir das wieder in den Automodus haben wollen, gehen wir auf die Utility Page, drücken hier wieder Elevation Auto und dann ist es wieder im Automodus. Und um dann ein Radarbild zu erstellen, können wir einmal einen Single Burst Scan ausführen. Der erstellt ein einzelnes Radarbild, ja, würde dann hier gegebenenfalls Ziele anzeigen und scannt dann aber die Gegend nicht weiter. Das ist, also ich habe es im Test festgestellt, das ist dann für sich bewegende Targets nicht ganz so günstig, weil wenn wir dann eine ganze Weile brauchen, bis wir unsere Hellfire abschicken, kann das Target schon wieder ganz woanders sein und es wird dann nicht getroffen. Ja, weil es nicht ständig aktualisiert wird, der Radarping. Wir können aber auch einen Continuous Scan Burst rausschicken, indem wir halt die C-Taste drücken am Scan Burst Schalter. Das Ganze scannt dann halt dauerhaft. Ja, es wird dann also immer wieder ein aktuelles Radarbild erstellt und damit kann man auch wesentlich besser sich bewegende Targets tracken. Und um den Scan zu stoppen, drücken wir einfach den Scan Switch nochmal. Dann hört er auf. Und das sind so die Bedienungen, die ich jetzt erstmal zeigen kann, ohne dass wir Ziele haben. Wenn wir nachher Ziele haben, bekommen wir hier oben noch einen Button dazu. Das zeige ich dann aber, wenn wir in der Luft sind und wir ein paar Pings haben. Dann werden wir jetzt das Radar mal einsetzen. Und dabei müssen wir jetzt Folgendes beachten, dass wir natürlich sowas wie Radarschatten haben. Das Radar braucht also im Prinzip eigentlich Line of Sight, ja, zum Ziel, damit es das Ziel pingen kann. Und wenn sich so ein Ziel hinter einem Haus befindet oder hinter einem Wald oder hinter einem Hügel und wir relativ flach fliegen, dann pingen wir das Ziel einfach nicht, ja? Dann erscheint es nicht auf dem Radar. Normalerweise hat das Radar eine Reichweite von 8 Kilometer. Ja, wir haben ja hier unten so Striche. Ein Strich, zwei Strich, drei Strich, vier Strich. Das sind jeweils 2 Kilometer. Das heißt, die maximale Reichweite hier in dem Bereich sind 8 Kilometer. Wobei laut den Videos, die ich gesehen habe, der Bereich zwischen 6 und 8 Kilometer nur für sich bewegende Targets funktioniert. Ja, das heißt, stationäre Targets können wir eigentlich nur bis 6 Kilometer pingen. Und das sind rund 4 nautische Meilen. Ja? Und 8 Kilometer sind rund 5,5 nautische Meilen. Pi mal Daumen.
Und die Ziele, die wir jetzt hier haben, befinden sich definitiv in meiner Reichweite. Ja, einfach mal zum Demonstrieren. Ja, das sind so 2,2 nautische Meilen, ist locker im Bereich. Das auch noch, auch locker im Bereich. Die sind auch noch locker im Bereich. Also wir müssten theoretisch jetzt einige Ziele im Bereich haben. Dadurch, dass ich aber am Boden stehe, ja, und hier jetzt, ich sag mal, keine Line of Sight zum Ziel besteht, erhalte ich hier am Boden auch nicht wirklich ein Radarbild. Ja, ich kann es mal scannen, ja, erhalte aber keine Ziele. Das heißt, ich muss schon ein bisschen dichter ranfliegen und eine bessere Höhe haben, um hier überhaupt auch, ja, Ziele zu pingen. Dann starten wir einfach mal. Und fliege mal ein klein bisschen hoch und ein bisschen mehr in die Richtung. Ich pinge zwischendurch immer mal. Und wir gucken mal, ab wann wir jetzt hier so die ersten, ja, Pings bekommen. Da ist der erste Ping. Ja, wir sind jetzt 240 Fuß hoch und ein bisschen dichter rangeflogen. Guck mal, ob ich die Panzer vorne reinbekomme. Die fahren aber genau an der Waldkante lang. Und die kriegen wir jetzt nicht wirklich rein. Doch, da kommen sie kurz. Das müssten kurz die Panzer gewesen sein. Und ich will halt die Flugabwehrstellung mit rein haben, dann kann ich die Symbole ein bisschen besser erklären. Und wie gesagt, heute geht es nicht um Taktik oder Strategie, wie hoch fliegt man an, wie tief fliegt man an. Taktisch und strategisch ist das Fliegen mit einem einzelnen Helikopter sowieso alles andere als realistisch. So, jetzt fehlen noch die Helikopter als Ping. Dann haben wir sie alle drin. Da sind die Helikopter. So, jetzt mache ich mal Pause kurz, ja? Und zwar sehen wir jetzt hier auf dem Radar die Pings, also die Ziele. Und ich versuche mal, so weit wie möglich ran zu zoomen. Mit Head-Tracking ist das gar nicht so einfach, das alles so 100% zu treffen. Weil die Symbole halt sehr, sehr klein sind. Wir haben jetzt hier die Zielsymbole. Und zwar gibt es Kreise, Dreiecke, Vierecke, dann solche Symbole. Und die Panzer hier unten sind jetzt gerade nicht angezeigt. Das sind so Vierecke mit etwas größeren Strichen an der Seite. Ein Kreis ist ein normales Fahrzeug mit Rädern. Ein Dreieck ist eine Luftabwehreinheit. Ein ganz normales Viereck wäre ein unbekanntes Vehikel. Und das Viereck, was so Striche an der Seite hat, das zeige ich nachher nochmal, das wären Kettenfahrzeuge. Dieses Symbol, was ja wie so ein langgezogenes X aussieht, das ist ein Helikopter. Es gibt wohl auch Fixed-Wing-Symbole, das kriege ich hier aber gerade nicht demonstriert, weil ein fliegendes Flugzeug wird, glaube ich, noch nicht richtig erfasst vom Radar. Aber es wird auch möglich sein, also Flugzeugsymbole hier anzuzeigen, ne? Und dann gibt es noch Unterschiede zwischen sich bewegenden und stationären Targets. Wenn so ein Target relativ dünn ist, ja, also einfach nur eine Umrandung hat, dann ist es ein stationäres Target. Wenn sich ein Target bewegt, also ein Moving Target ist, dann ist das Symbol insgesamt einfach ein bisschen ausgefüllter und hat nur ein kleines schwarzes Loch in der Mitte. Das versuche ich gleich auch nochmal mit einem Scan zu zeigen. Ja, das sind so die Target-Symbole. Die großen Symbole hier, das sind die Next-to-Shoot-Symbole. Das Diamant, was auf dem Kopf steht, ja, also das Quadrat, was auf dem Kopf steht, das Diamant, das ist das NTS-Target. Next-to-Shoot.
also das Ziel, auf welches die Rakete geht, wenn wir sie jetzt abfeuern. Das Symbol ist momentan gedashed, also gestrichelt, weil ich keine Rakete ausgewählt habe. Ja, ich habe keine Missile ausgewählt. Im Hintergrund sehen wir ein Dreieck. Ich schalte mal ganz kurz hier durch. Jetzt sehen wir hier ein Dreieck. Ja? Das Dreieck ist das Alternate Next to Shoot Target. Das ist quasi das Ziel, auf welches der Computer umschaltet, wenn wir die Rakete auf das Ziel abgeschossen haben. Dann switcht quasi dieses Diamant auf das Ziel und es wird das nächste Ziel mit der Bedrohung als, oder das nächsthöchste Bedrohungsziel ausgewählt als ANTS, ja, als Alternate Next to Shoot. Ja, es geht dann immer so weiter. Hm? Wenn ich jetzt schießen würde, ja, wäre hier der zweite Helikopter oder es würde dann immer so weitergehen, ne? Es würde so weiter wandern, ja. Es wird immer das nächste dann auf das Dreieck springen und das Dreieck springt weiter zum nächsten in der Bedrohungsliste und so weiter und so fort. Ja? Wir sehen hier so ein paar Vierecke, das sind halt unbekannte Fahrzeuge, also ob es ein Kettenfahrzeug ist oder ein Radfahrzeug, das ist halt nicht bekannt. Ja? Und mit diesem Button können wir manuell durchschalten. Ja, das ist der oberste Button links. Hier steht auch NTS dran, ja, Next to Shoot. Können wir durchschalten oder aber wir gehen mit dem Cursor auf das Ziel, was wir bekämpfen wollen und drücken Cursor Press und er wählt dann das Ziel aus. Ja, das sind zwei Möglichkeiten, der Button und der Cursor Press, um Ziele manuell durchzuschalten. Ja. Dann gibt es nachher noch weitere Möglichkeiten, über Targetlisten sich Ziele auch hier anzeigen zu lassen oder zu speichern. Da gehen wir halt noch nicht drauf ein, das ist alles noch relativ kompliziert und das funktioniert am besten auch mal von vorne, vom Co-Pilotensitz, wo man dann mit dem Tets auch noch dann Ziele zusätzlich nochmal anlesern kann und so eine Geschichten und da gehe ich heute nicht drauf ein. Ja, das ist im Prinzip die Zielsymbologie und wenn ich jetzt eine Missile auswähle, ich schalte mal ganz kurz hier durch. Ja, würde jetzt dieses, also wenn ich jetzt eine Missile auswähle, würde jetzt dieses Diamant-Symbol gestrichelt, also nicht mehr gestrichelt sein. Ja, ich habe jetzt die Missile angewählt über den Waffenwahlschalter und er nimmt immer automatisch dann die richtige Missile. Ja, ich befinde mich jetzt im FCR-Modus, also das ist mein Sight, mein Visier, mein aktiver Sensor, FCR, und er nimmt automatisch die richtige Hellfire. Wenn ich den Hellfire Select oder den Missile Select Button drücke, ja, Waffen Select Button. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe in den in das Helmet Mounted Display als Sight, dann erkennt er automatisch, ich bin nicht mehr am Fire Control Radar und er würde jetzt auf die lasergelenkten Hellfires umswitchen. Da brauchen wir jetzt also keinen Kopf drum machen, ja, er wird immer automatisch die richtige Missile auswählen. Gehe ich wieder zurück aufs FCR als Sight, wählt er wieder eine radargelenkte Missile aus. Ja, und wenn wir jetzt einfach Fire drücken, dann geht die Missile auf dieses Ziel. Waffe raus, ne? Das Ganze springt über. Ich kann jetzt schon das nächste Ziel bekämpfen. Ja, das ist Fire and Forget. Und so können wir quasi 16 Hellfires theoretisch relativ schnell hintereinander abfeuern. Ja, das ist jetzt hier die Luftabwehrstellung und die zweite Missile fliegt hinten zu den Helikoptern. Ja, wenn man 16 Ziele hat, kann man zack, zack, zack alle 16 Hellfires raushauen, wenn man 16 Radargelenkte dabei hat und die fliegen auf ihre Ziele zu und dann ist gut. Und wir sehen dann hier im FCA ein Kreuz, ein grünes Kreuz, das bedeutet, da haben wir hingeschossen. Wir kriegen aber keine richtige Rückmeldung, ob das Ziel tatsächlich getroffen ist oder nicht. Also in DCS World sehen wir es natürlich, weil wir unser Battle Damage Assessment an der Seite haben. Aber wir kriegen hier nicht wirklich eine Rückmeldung, ja, ist das jetzt zerstört oder nicht. Und es kann auch sein, wenn ihr neu scannt, dass er theoretisch ein bereits bekämpftes Fahrzeug, was vielleicht schon Schrott ist oder so, trotzdem nochmal pingt. Ja, das ist mir zumindest, also mir kommt es so vor beim Testen, ja, dass es so ist, ne, weil er da... Wenn da brennender Panzer steht, ist einfach trotzdem nochmal pinkt. Also so fühlt es sich an. Und diese Kreuze, wohin wir geschossen haben, sehen wir dann auch auf dem TSD. Ja? Er zeigt uns hier auch die Symbole an.
die gelben, ja, die überlagert er hier. Und wir sehen hier dann auch theoretisch eigentlich die Kreuze, was momentan aber schwer zu sehen ist. Ich müsste, glaube ich, auf Attack umschalten. Ja, dann sehen wir hier die Kreuze, wo wir hingeschossen haben. Und ich versuche jetzt mal noch die Tanks zu scannen, um die Symbole nochmal zu zeigen, wie so ein Tank aussieht. Ja, die Tanks befinden sich jetzt hier. Da habe ich, glaube ich, auch einen wesentlich besseren Winkel und müsste die eigentlich auch reinbekommen. Ich drücke mal einen Scanburst. Er aktualisiert alles. Kann sein, dass die vom Winkel schon nicht mehr hinkommen. Ich drehe mich mal ein Stück. Da sind sie gewesen kurz. Ja, die fahren halt genauso an so einer Baumreihe lang. Da sind sie. Ja, zeige ich mal ganz kurz dieses, was ich meine, dieses Symbol. Ja, das ist wie so ein Viereck und so ein Strich an der Seite. Das sieht eigentlich ganz schematisch aus wie ein Panzer. Ja, das sind jetzt vier Symbole übereinander. Und die sind jetzt auch ein bisschen dicker mit einem kleinen Viereck in der Mitte, ne? Einem schwarzen Viereck. Das heißt, es sind Moving Targets. Und wenn ich Moving Targets bekämpfen möchte, dann habe ich zumindest festgestellt beim Testen, dass es besser ist, wenn wir Continuous Scanburst nehmen. Das heißt, ich drücke jetzt den Continuous Scanburst Button und er scannt jetzt die ganze Zeit weiter. Ne? Und ich habe damit eigentlich die Panzer besser, sag ich mal, im Blick. Jetzt kann ich, wenn er sie als Bedrohung nicht oben einklassifiziert, wieder von Hand, ja, mich darauf switchen. Jetzt würde die erste Rakete auf den Panzer gehen und die zweite auch. Und wir gucken mal, wohin er dann switcht. Ja. Erste raus. Zweite raus. Na, er würde jetzt weiter auf die Panzer schießen. Und damit können wir jetzt auch sich bewegende Targets bekämpfen am Boden. Zack. Ja, mega cool. Und das war's eigentlich. Wie gesagt, es gibt noch so ein paar Zusatzfunktionen vorne über den... Oder was heißt Zusatzfunktionen? Der Co-Pilot-Gunner vorne, der kann ein bisschen mehr machen. Ne? Der kann das Ganze über das TDAC steuern, kann also zusätzlich noch das TETS im Blickfeld haben. Ja? Also auf seinem großen Monitor. Ich switch mal schnell nach vorne. Ne? Der kann zum Beispiel das FCA hier an der Seite haben, das TETS hier vorne, kann sich das FCA aber auch hier vorne auf den Bildschirm legen und kann das ein bisschen besser schwenken. Und man kann dann theoretisch auch ja, Ziele speichern und über Data Link übertragen und so eine Geschichten. Aber da gehe ich heute im Video noch nicht drauf ein. Gut, liebe Leute, das soll es auch schon erstmal gewesen sein. Ich denke, das reicht an Informationen, um das Feuerkontrollradar erstmal einzusetzen. Und damit ein bisschen Spaß zu haben, natürlich insbesondere auch als Pilot. Und ich hoffe mal, dass die Implementierung der weiteren Modi nicht allzu lange dauert, denn das Feuerkontrollradar macht natürlich unheimlich Spaß. Am Ende dann wie immer der Hinweis auf unseren JD Community Discord Server, eigentlich eher so für den Microsoft Flight Simulator, wir haben aber auch einen Kanal für DCS World. Und ich kann euch nur anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme mit DCS habt oder ihr einfach nur ein bisschen über DCS chatten wollt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Und dann können wir versuchen, euch zu helfen. Man kann in meinen Augen dort wesentlich besser Fragen beantworten als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort auf dem Discord natürlich einfach auch nur mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, rumchatten oder unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für mal einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.